warst deine eigene Frau. Du hast meine Mutter ins Gefängnis gebracht! Oh, du bist schon eifersüchtig. Da muss es dich ja wirklich tüchtig erwischt haben. Sag ich doch. Und hat der Mann deines Herzens auch einen Namen? Das ist der schönste Name der ganzen Welt. Lukas. Ich habe es doch nur für euch getan. Ich wollte nichts weiter, als dass ihr eine glückliche Kindheit erlebt. Eine Kindheit aufgebaut auf Lügen. Es tut mir leid, Marie. Und ich habe dich mein ganzes Leben lang für deine Aufrichtigkeit bewundert. Dabei bist du nur ein elender Lügner. Du meinst doch nicht etwa Lukas Roloff? Doch, genau den. Ich habe ja selbst keine Ahnung, wie das passieren konnte, so kurz nach meiner Trennung von Tom, aber es hat mich echt so erwischt. Aber wie kommst du denn darauf, dass er deine Gefühle erwidert? Du meinst, weil er sagt, dass er nicht schwul ist. Irgendwann hat jeder von uns ein Coming-out, die einen früher und die anderen später. Auf jeden Fall hatten wir gestern Abend echt so viel Spaß zusammen. Da bahnt sich was an. Aha. Aber sag mal, du wolltest doch auch irgendwas mit mir besprechen. Ich? Das hat Zeit. Hallo zusammen. Hi. Und, wie geht's dir jetzt? Bestens. Ich hätte jetzt eigentlich Lust auf ein Gläschen. Holst du uns ein Fläschchen Prosecco? Hm? Anstoßen finde ich eine super Idee, aber den Prosecco kann ja auch ich organisieren. Bis gleich. Du musst mir glauben, ich habe dich doch sonst nie belogen. Och, da bin ich ja beruhigt. Und diese Kleinigkeit, dass du unsere Mutter ins Gefängnis gebracht hast, ist ja nicht der Rede wert. Marie, ich kann ja verstehen, dass... Gar nichts kannst du! Du bist nicht in dem Glauben aufgewachsen, dass deine Mutter dich im Stich gelassen hat. Ich habe es damals einfach nicht übers Herz gebracht, euch die Wahrheit zu sagen. Ach, tu doch nicht so! Um Felix und mich ging's dir doch zu allerletzt. Du wolltest doch nur heile Familie spielen. Marie! Und so einer bringt mir bei, dass man zu seinen Fehlern stehen soll. Wie kann man nur so scheinheilig sein? In Griechenland ist schon wieder total warm. Nina war schon im Meer schwimmen. Oh, sie ist ja zu beneiden. Findest du nicht auch? Ja, klar. Was schreibt sie denn sonst noch so? Dass die Arbeit im Hotel gut läuft und sie sich super mit Simon versteht. Und sie fragt, wann ich sie wieder besuchen komme. Da dürfte doch schon feststehen, wo du die nächsten Sommerferien verbringst, hä? Ich ja sowieso, aber wir könnten ja mal alle zusammen nach Griechenland fahren. Hä, Gabriella? Hä? Nee, mir ist zurzeit nicht so nach Urlaub. Mann, was ist mit ihr? Nimm sie nicht übel. Die viele Arbeit an der Uni. Mehr. Aber wir können noch mal zusammenfahren, hm? Nina würde sich bestimmt total freuen. Aber bis zu den Sommerferien ist ja noch eine Zeit hin, ja? Warten wir es doch einfach ab. Ich muss los. Bis nachher. Tschüss. Arbeite nicht so viel. Wir sind alle komisch drauf. Sag mal, Oliver, fängt deine Schicht nicht bald an? In ungefähr 6 Stunden, ja. Ach, ich bin heute wohl etwas durcheinander. Seit Lukas mir den Kopf verdreht hat, kann ich sowas gut verstehen. Okay, ich weiß, du stehst mir auf gestandene Herren, aber ich finde ihn echt super attraktiv. Juhu! Hey, es ging aber schnell. Ja, wenn es um Prosecco geht, kann man sich nicht genug beeilen. Du bist seit gestern Abend auch in Feierlaune, was? Dafür habe ich auch einen Grund. So, dann wollen wir mal. Also, Oliver, ich freue mich riesig, dass du endlich Bescheid weißt. Und die Neuigkeit so souverän aufgenommen hast. Welche Neuigkeit? Ja, ich konnte es Oliver noch gar nicht sagen. Weißt du, ich hatte so eine Idee, ob du nicht Lust hast, Geschäftsführer im Schneiders zu werden? Was werde ich?
Sollte eine Überraschung sein. Die ist dir gelungen. Offenbar. Prost. Ich dachte, wo du doch jetzt nicht mehr studierst? Ja, du, das ist echt super lieb von dir, aber ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich da erst noch mal drüber schlafen muss. Nein, natürlich nicht. Sag mal, ist dir schon wieder kalt? Ja, du weißt ja, ich friere immer. Hättest du vielleicht was zum Umhängen? Klar. So, was soll das Theater? Du wolltest Oliver doch sagen, dass wir jetzt zusammen sind. Ja, ich konnte nicht. Und was bitteschön hat dich daran gehindert? Dass Oliver sich verliebt hat. Ja, na und? Ist doch umso besser. Er hat sich in dich verliebt. Was? Geht dir? Ja. Martin, jetzt mach dir doch keine Vorwürfe. Marie muss das erstmal verdauen. Du hast doch selbst mitgekriegt, wie sie vorhin reagiert hat. Hey, hier seid ihr. Oh, Tag, Kleines. Hallo, mein Schatz. Wann gibt's denn eigentlich was zu essen? Ich verhungere gleich. Dein Vater und ich, wir werden heute nicht zu Mittag essen. Wir müssen noch was Wichtiges, Geschäftliches erledigen. Könnt ihr das nicht vielleicht später machen? Tut mir leid, es ist wirklich wichtig. Ich werde Christiane bitten, dir was Leckeres zu bringen. Mann, ich habe keine Lust, allein zu essen. Bitte, mein Schatz. Ja, okay. Marie hat recht. Ich habe meinen Kindern gegenüber auf ganzer Linie versagt. Martin, Marie hat es doch gerade erst erfahren. Sie wird schon einsehen, dass sie überreagiert hat. Und dann wird sie dir auch verzeihen. Zwischen Marie und mir ist etwas zerbrochen. Und ich fürchte, das ist nicht mehr zu retten. So, gibt es sonst noch was? Du warst heute schon fleißig genug. Oh, kann ich dann nach Hause gehen? Mhm. Ach, gut, dass du da bist. Dann kannst du gleich einen Blick in die Pressemappen werfen. Was denn für eine Pressemappe? Für die Release-Party. DJ Blockdoktor kommt doch heute. Dafür habe ich wirklich keinen Kopf, kümmert du dich. Aber wann denn? Ich muss noch x Telefonate führen, wenn das alles reibungslos ist. Dann hilft dir eben Alexa. Außerdem bin ich heute für niemanden zu sprechen. Toll, genauso habe ich mir meinen Tag vorgestellt. Hi. Hi, Daniela. Hi. Können wir los? Schön wär's. Ach nee. Sag nicht, du hast keine Zeit. Alexa kann nichts dafür. Hier bricht gerade das totale Chaos aus. Wie lange musst du noch hierbleiben? Frag mich was Leichteres. Ja, ich meine nur, vielleicht kannst du ja nachkommen ins No Limit. Mal sehen, der Nachmittag ist auf jeden Fall gestorben. Eigentlich wollte ich noch Felix sehen. Daniela, wo sind denn diese verdammten Autogrammkarten? Basic Beat Music, Alexa Seifert. Ja, Moment, ich muss mir das aufschreiben. Machen Sie bitte 4 Mai Thai für Tisch 5, ja? Weißer und brauner Rum, Curaçao, Amaretto. Zitronensaft, Zucker, Sirup, Ananas. Limette und Minze. Genau. Sie können ja mit Angelo üben, wenn er wieder gesund ist. Aber bis heute Abend prägen Sie sich einfach die gängigsten Cocktails ein, ja? Okay. Vergessen Sie die Maraschino. Nein. Sehr sauer? Überhaupt nicht, Frau Schneider. Mal abgesehen davon, dass ich die Nase voll habe von diesem kindischen Versteckspiel. Ach, ich konnte doch auch nicht ahnen, dass es so kommt. Mir wäre es natürlich auch lieber, wenn wir unsere Beziehung nicht länger geheim halten müssen. Wieso tun wir es dann? Weil es Oliver jetzt zu sehr kränken würde, wenn er von uns erfährt. Aber je länger wir warten, desto mehr verbohrt er sich in diese abstruse Idee, dass ich in ihm etwas anderes sehen kann als ein Freund. Das hat er schon zur Genüge getan. Du hast doch hoffentlich versucht, ihm diesen Unfug auszureden. Naja, er wird schon von selber merken, dass er sich da in irgendetwas hineingesteigert hat. Und dann legt sich das mit der Verliebtheit von ganz allein. Ja, in ein paar Monaten vielleicht. Und bis dahin hält mich ganz Düsseldorf für schwul, oder wie? Dir ist Oliver doch auch wichtig, oder? Ja. Und? Willst du ihm dann wirklich so wehtun? Ich hätte gerne O-Saft. Mhm. Und ich nehme Spezi. Ist klar. Oder nee, ich nehme eine Cola. Okay? Ey, Jule? Weißt du was? Bring mir einfach ein Wasser. Das Wasser ist jetzt definitiv. Ja. Okay. Ich dachte, mit der Sommermode befasst man sich schon im Januar. Hey, da sind total abgefahrene Sachen drin. Ich muss dringend mal wieder in die Stadt. Oh, klar, Franzi, könnte es auch anders sein. Ja, wenn du mitkommen willst.
Wo hast du eigentlich Alexa gelassen? Die konnte nicht fliegen. Hat mein Bruderchen sie mal wieder im Schlag gewonnen? Nee, deine Schwester. Vom Leben ist gerade totaler Stress. Und Alexa war auch ziemlich abgenervt. Oh, die Arme. So. Danke. Ja, danke. Guck mal, glaubst du, das hier wird mir stehen? Die Farben? Das ist ja nicht im Ernst. Nee, mach dich mal locker. Sieht echt cool aus. Würde bestimmt auch stehen. Echt? Mhm. Ah, Mann, wie bleibt Andi denn? Der wollte schon vor einer halben Stunde hier sein. Was hast du denn gegen ihn? Okay, er ist nicht immer der Pünktlichste. Aber sonst ist er total süß. Ja, so klug und sensibel und romantisch. Genau. Guck mal, da kommt ja dein Mr. Perfect. Na, Mädels, alles klar? Hallo, schöne Frau. Schöner Mann. Hast du gerade keine Tour gemacht? Nee, noch nicht. Ich hätte eigentlich gehofft, du begleitest mich. Echt? Ja, wärst du sehr sauber, wenn wir dich alleine lassen? Nee, Quatsch. Viel Spaß. Okay, dann lass uns mal losziehen. Komm schon. Die Adresse von seinem Hotel hast du? Habe ich mir aufgeschrieben. Super, danke. Und mach dir einen schönen Abend, ja? Ja, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Tschüss. Ciao. Hallo, Herr von Weinbach. Hallo, Alexa. Ist meine Tochter da? Schon, aber sie möchte von niemandem gestört werden. Ist schon gut, Daniela. Was willst du? Ich kopiere mal die Tapes. Marie, ich wollte dir erklären, warum... Ich habe keinen Bedarf an weiteren Ausflüchten. Außerdem habe ich zu tun. Hör mir doch wenigstens einen Augenblick zu. Als Silvia mich mit Bernd betrogen hat, da habe ich einfach nur rot gesehen. Mir war alles egal. Ich wollte sie irgendwie heimzahlen. Das ist dir ja wohl auch gelungen. Und ich hätte es dir natürlich viel früher erzählen müssen. Und es tut mir auch leid, dass ich das nicht getan habe. Ich glaube dir nicht. Wenn Silvia nicht nach Düsseldorf gekommen wäre, dann wärst du doch nie mit der Sprache rausgerückt. Du warst doch damals noch viel zu klein, um die wahren Zusammenhänge zu verstehen. Und später... Weißt du eigentlich, was ich schon immer an dir bewundert habe? Deine Fähigkeit, alle Dinge so hinzustellen, wie sie für dich am günstigsten erscheinen. Was willst du denn hier? So, dann lasse sie es schmecken, ja? Frau Schneider? Ja? Den Margarita, den mache ich mit Eis, Tequila... Zitronensaft, Cointreau und Salz für den Glasrand. Okay, danke schön. Keine Ursache. Ah, du kommst gerade rechtzeitig. Du kannst deinem Kollegen beim Cocktailmixen beistehen. Klar. Dann kann ich euch ja beruhigt alleine. Ja, hast du aber einen Moment Zeit? Ich würde gerne was mit dir besprechen. Ja? Also, ich fühle mich wirklich geehrt, aber wärst du mir sehr böse, wenn ich dein Angebot nicht annehme? Ich meine, die Arbeit hier macht mir zwar wirklich Spaß, aber Geschäftsführer, das ist nicht mein Ding. Oliver, das ist deine Entscheidung. Du musst dich dabei wohlfühlen. Du bist nicht sauer? Ich bitte dich, es liegt mir doch völlig fern, dir irgendetwas aufdrängen zu wollen. Und ich hatte schon den totalen Horror, es dir zu sagen. Du kannst mir doch alles sagen, das weißt du. Das Gleiche gilt ja auch für dich. Naja, aber wahrscheinlich erspare ich dir sogar jede Menge Stress, wenn ich den Posten als Geschäftsführer nicht antrete. Inwiefern? So verliebt, wie ich im Moment bin, hätte ich den Laden hier wahrscheinlich um 0,0 in den Ruin getrieben. Oliver, nichts gegen deine Gefühle, aber glaubst du wirklich, dass Lukas der Richtige ist? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Hey. Hi. Willst du auch einen Kakao? Nee, danke. Du, ich bin bei Daniel. Sag bitte Bescheid, ja? Tschüss. Hallo. Guten Abend. Und tschüss. Oh, Scheiße. Oh, oh. Oh, hoppla. Oh, so ein Mist. Ja, komm, es gibt Schlimmeres als übergekochte Milch. Nee, komm, ich mach das schon. Warum bist du überhaupt zu Hause? Wolltest du dich nicht mit Franziska und Alexa treffen? Tja, falsch gedacht. Alexa muss arbeiten. Und Franzi macht mit Andi eine Tour auf seinem Motorrad. Pech für mich. Oh, oh. Armes Mädchen. Naja, kommt ja bestimmt was Gutes im Fernsehen. Ist ja auch mal ganz nett. Das ist Unsinn. Franziska ist bestimmt nicht den ganzen Abend mit Andi unterwegs. Und Alexa hat auch irgendwann Feierabend. Ja, dann zu Felix.
Vielleicht freuen Sie sich aber auch, von Ihrer besten Freundin zum Essen eingeladen zu werden, um über Männerprobleme zu reden. Boah, was soll ich denn auf die Schnelle so ein Essen herzaubern? Den Part übernehme ich. Und du rufst schon mal deine Freundin an. So, einmal Loup de Mer mit mediterranem Gemüse, bitteschön. Und die Entenbrust mit Pinienkernen Radicchio. Schönen guten Appetit. Danke. Lukas, hi. Schön, dass du kommst. Ja. Ist Charlie schon weg? Ja. Willst du was essen oder einen Cocktail? Nee, ich belasse es lieber bei einem Glas Wein. Ich kann dir den Rioja empfehlen, das ist ein sehr guter Jahrgang. Okay. Und sonst? Geht's dir gut? Wunderbar, danke. Prima. Mir würde es noch besser gehen, wenn du mich und Charlie nicht ständig nerven würdest. Was hast du gesagt? Nichts. Sag mal, wo steht denn der Zuckersirup? Den hol ich dir schnell aus der Küche. Okay, danke. Sie sind neu hier, oder? Ja, Angelo ist krank und ich bin für ihn eingesprungen. Rentiert sich das denn finanziell? Oder würden Sie sich gerne noch eine Kleinigkeit dazu verdienen? Wie denn? Sie bräuchten mir bloß einen kleinen Gefallen zu tun. Okay. Und der wäre? Du hast mir versprochen, nichts zu sagen. Aber ich bin ja selbst schuld. Wenn man sich auf dein Wort verlässt. Irgendwann hätten Felix und Marie sowieso die Wahrheit über dich erfahren. Auch ohne unsere kindische Abmachung. Dass ausgerechnet du hier die Moralapostel spielst. Ich bin jedenfalls nicht fremdgegangen. Oh Gott, die alte Leier. Du bist sowas von selbstgerecht. Und du bist die berechnendste Person, die mir je untergekommen ist. Komm ja auf, mir hier irgendwas vorzuspielen. Du hast es doch die ganze Zeit nur darauf abgesehen, die Kinder gegen mich aufzuhetzen. Denk doch, was du willst. Du wirst mich jedenfalls nicht von ihnen fernhalten. Ach, das ist auch gar nicht mehr nötig. Bei denen bist du eh unten durch. Das sieht doch schon sehr gut aus. Mhm. Die Soßen sind auch super lecker. Warte, bis ihr die mexikanischen Bohnen probiert habt. Mhm. Die Mädels werden sich die Finger lecken. Sag mal, geht ihr ins Theater oder warum hast du dich so schick gemacht? Oh, nein. Im Schneiders ist heute Abend Cocktailabend. Mhm. Das hat mich eine Überredungskunst gekostet, Arno dafür zu erwärmen. Oh Gott, wir müssen los. Arno! Bin doch schon da. Ja, dann schönen Abend, ne? Ja, dir auch. Ja. Tschüss. Oh, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Hey. Texas. Hey. Super, dass es geklappt hat. Oh, Mensch, ey, nach dem ganzen Stress heute, da ist ein Frauenabend genau das Richtige. Ja. Na, und Felix? Oh, der will sich ein paar Videos angucken, auf die ich keinen Bock habe. Oh. Daniela. Ja, habe ich gemacht. Muss das sein? Ja, okay. Das war's dann mit unserem freien Abend. Oh nee. Was ist denn passiert? Ist jemand ausgefallen. Jetzt darf ich mich um DJ Block Doktor kümmern. Ach komm, sei nicht traurig, ja? Du hast auch bestimmt mit Franzi ganz viel Spaß. Ach, schade um das Essen. Ich hab so Hunger. Tschüss. Selbst wenn ich wollte. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich mit Oliver reden. Das habe ich dir versprochen und das werde ich auch halten. Du hast mich überzeugt. Aber lass uns erst ganz sicher gehen, dass ihr die Nachricht auch verkraftet. Guck mal, das Wichtigste ist, dass wir uns lieben, dass ich dich in meine Arme nehmen kann, dass ich dich spüren kann. Du, ich könnte uns was zu essen machen. Oder hast du keinen Appetit? Und ob ich den habe. Jetzt kapier doch endlich, dass du hier völlig überflüssig bist. Ich habe ja wohl das gleiche Recht wie du, mit unserer Tochter zu sprechen. Du? Du hast überhaupt kein Recht. Nach allem, was du dir geleistet hast. Wenn du schon wieder auf die Vergangenheit. Was hast du gesagt? Ich hab teuer der Tourmanager, der sich um DJ Block Doktor kümmern sollte, hat eben abgesagt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wieso das denn? Er schafft es zeitlich nicht.
Es war höchste Zeit, dass die Kinder endlich erfahren haben, was für ein Mensch du bist. Und ich bin gerne bereit, ihnen noch mehr zu erzählen. Alles ja nicht. Du hast genug Unheil angerichtet. Bitte, Daniela, dir wird schon was einfallen. Von der Sache hängt aber jede Menge ab, ne? Ich bin bloß nicht bereit, für dein Unheil verantwortlich gemacht zu werden. Dieses Unheil hast du dir selbst eingebrockt. Hör endlich auf, immer anderen die Schuld zu geben. Ohne dich wäre es nie so weit gekommen. Bist du jetzt fertig? Ich werde sehen, was ich tun kann. Erst wenn du endlich wieder verschwunden bist. Drogen, das ist das Einzige, was du kannst. Marie, ich muss mit dir dringend mit dir sprechen. Lass dich von dieser Frau nicht einwickeln. Würdest du jetzt endlich gehen? Du hast mir überhaupt nichts zu befehlen. Ja, es reicht. Schlag dich woanders die Köpfe ein, aber nicht in meinem Büro. Lügereien habe ich satt. Ihr kotzt mich an, alle beide. Hier, Schatz. Danke. Ich fürchte, das dauert länger. Na super. Ja, da muss ich Lara wohl mal anrufen. Ja, das ist wohl besser so. Lara Cornelius? Lara, hi. Ich bin's, Franzi. Du, Andi und ich, wir hatten eine Motorradpanne und jetzt hängen wir hier irgendwie fest. Ja, und Andi braucht auch dringend meine Hilfe. Naja, ist doch logisch, dass du Andi hilfst, dein Motorrad zu reparieren. Bist du jetzt sehr sauer? Ich? Nee. Warum soll ich sauer sein? Kannst du ja nichts dafür, wenn das Motorrad auf der Straße liegen bleibt. Ja, ihr werdet auch Spaß zu zweit haben. Also guten Hunger und grüß Alexa. Okay, bis dann. Ciao. Na, Überraschung gelungen? Und wie? Hey, Süße. Du hattest es doch vorhin so eilig. Hm? Was ist denn los mit dir? Tiger. Ist er vielleicht auch? Kann denn das sein? Egal, einfach nicht aufmachen. Da hast du eigentlich recht. Ja. Ja.